dann natürlich Schwachsinn, das ist dann auch nur Zeitverschwendung. Aber die Schlachten, wo wir halt in der Unterzahl sind und so, die wirklich schwer sind, die werden wir auf jeden Fall spielen natürlich. Und eigentlich alle anderen auch. Ja. Okay, Apollonia ist auch relativ schwach, aber da sind Elefanten. Echt? Ja, und die Garnison ist auch nicht so schlecht, ne? Obliten Bürgerwehr, Bürgeroblieten, Mob, Steinschlange. Vergifte die. Ich will jetzt nicht nochmal Geld ausgeben. Diplomatie lohnt sich gar nicht für mich. Diplomatie. Boah, jetzt sind mir die. Wegen dir sind mir die Makedonier jetzt auch schlecht gesinnt. Abkommen mit Athen minus 46. Nein. Du Arschloch, ey. Ja, ich will denen aber kein Geld zahlen. Das war wahrscheinlich voll wenig, aber egal. Ja. Naja, ich kann nichts mehr machen. Forschst du denn auch schon? Ja, natürlich. So, nach Hause zurückgekehrt. Staatsmann, dieser Mann ist ein Kammerzeuge, der wird sich in der Fraktionspolitik engagieren, bis er ihn wieder zu Anfang meiner Streitkräfte einbringt. Wunderbar, Chance. Unser Verborgener hat den. Bla. Nicht Chance. Kanas, so heißt die. Wieso haben die immer so komische Namen? Krieg erklärt. Chance. Pontus und Galatien. Quartiermeisterbericht. So, meine Hopliten sind da. Wunderschön. Ich erwarte eure Befehle. Ich will jetzt hier hin. Wo lang führt ihr mich denn? Wir suchen Schutz. Nein, 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 nein. Was hast du denn, ey? Mann, ich hasse das, wenn die so. Was laufen die für Wege? Hast du die aufs Meer gezogen? Ich hab die nach Syrakus. Nee, nach Syrakus, nach Pergamon gezogen. Ja. Mann, ey, die wollen jetzt einmal durch die halbe Map latschen. Schneller, ihr Verfluchten! Hast du die Rücktaste gedrückt, dann stoppen die ihre Befehle, ne? Poseidon, ja, segne unsere Reise! Wow, jetzt sind sie mit Gewaltmarsch. Der Ruf der Wellen erklingt noch. Ja, doch, mit. Richtig weit gekommen, die sind einmal dahin und wieder zurück. Ah, doch, das geht. Jetzt sind die hier. Na, hätte noch wir weiter sein können. Die Eintruppen kannst du jetzt schon. Nee, die hätten. So weit wären die gekommen ohne Gewaltmarsch. Das ist in Ordnung. Ich erwarte eure Befehle. Nennt mich ja. Nix. Nennt mich nix. Wie ihr befehlt. So, so, dann gucken wir mal, was Pergamon hier hat. So. 6. Ja, die schaffe ich. Schaffst du. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Sardeser, die nehmen es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier mal kurz durchmarschiere. Gehe von Bord. Also es ist so bei den Schlachten auch beim Koop, dass man sich, also dass der die Truppen fechtet, also wenn nur Fabio eine Schlacht macht, kann der mir ein paar Truppen abgeben, die ich dann steuern kann. Das ist nämlich richtig geil. Ich habe schon minus 1 öffentliche Ordnung. Ja, aber die Truppen jetzt auch weg sind. Das baue ich aber trotzdem. So. Der Spion könnte theoretisch schon nochmal was machen. Kann ich nochmal sehen, wie die öffentliche Ordnung hier... Ach, hier. 14 plus 14. Hier wird da jetzt nichts machen, die nimmst du schnell ein und dann schadest du nur deiner Stadt jetzt, die du gleich einnimmst. Geh mal hier in den Wald. Ja. Auf den Hügel sogar, wunderbar. Hab ich ein bisschen mehr Überblick. So, die kann ich nicht mehr bewegen. Hier habe ich eigentlich auch alles erledigt. Speichere ich mal wieder.
Okay. Also bist auch ready, ja? Du bist fertig. Ja. Hab's nicht gesehen, sorry. So, Rom und Karthago können sich meinetwegen bashen. Oh, Pella baut sich aus. Die olle Wurst. Ja, ich werde halt hier Griechenland einnehmen, ne? Und Fabio geht da rüber in die Türkei. Nach Asia, so heißt die Provence. 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 So. Schlachtaufstellung sieht schlecht aus. Was, wo? Haben die dich angegriffen? Die haben mich angegriffen. Ah, ich weiß nicht. Ich sehe leider wenig Informationen. Die haben Fernkampfeinheiten, das ist das Problem. Und ich habe keine Kaff. Tja. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal daraus zurück. Ja, früher oder später musst du die platt machen. Ich weiß, aber dann sind meine anderen Truppen da. Pussy, ey. Pussy. Tut mir leid, Sparta hat keine gute Kaff und keinen Fernkampfeinheiten. Und die haben da zwei Steinschleuderer gehabt. Oh mein Gott, Schleimschleuderer. Oh, ich bin mir viel zu viel am Versprechen heute, meine Güte. Ah, dieses zwischen den Teilen, da dauert einfach viel zu lange. Oh oh. Ja, da wäre es am besten, ich weiß nicht, also diese Wartezeiten jetzt, die werde ich jetzt hier mit lustigen Katzenbildern ausschmücken. Naja, ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also an sich hätte ich jetzt gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn es euch wirklich stört, dann spule ich die einfach so ein bisschen vor oder schneide die ganz raus. Oder... Das wird sowieso niemand in die Kommentare schreiben. Ja, erstens das, was irgendwie eigentlich schade ist, aber... Ja, es ist irgendwie... Ja, passt schon. Vor allem... Wir werden das hier wahrscheinlich schon lange vorher aufgenommen haben, weil wir jetzt in den Ferien, also bei uns sind jetzt gerade Herbstferien, dass wir wollten eigentlich ein bisschen voraufnehmen, damit wir halt ja, wir nehmen gerade richtig viel in auf. In der Schulzeit dann nicht so viel machen müssen. Damit auch einige Videos ein bisschen kontinuierlicher kommen und Käse. Technologie ist abgeschlossen. Jetzt brauche ich erstmal da das da, damit ich Hoplitenkasernen machen kann. Was hast du zuerst technologisiert? Militär. Echt? Ist mir erstmal wichtiger. Ja. Erstmal spiele ich aggressiv, um einzunehmen. Ich erforsche jetzt erst Militär. So, das wird jetzt eine krasse Schlacht. Man hat schon die Trompeten. So. Aber sieht schlecht aus. Sieht sogar sehr schlecht aus. Bist du denn im Verstärkungsbereich? Ja, meine beiden Truppen. Stimmt, die haben auch beide und die Garnison. In der Tat. Oh, oh, oh. Klick mal was, dann sehe ich überhaupt nichts.
So, jetzt. Oh. Ah, ich hasse es, wenn jemand bei uns anruft. Bei uns wurde gerade geklingelt, also. Och man, jetzt ist hier dieser. Ah, ich weiß nicht, jetzt ist hier dieses. Hallo! Jetzt geht alles den Bach runter. Ah, wir nehmen gerade auf, also ja. Hier sieht man vielleicht ein bisschen dadurch so einen gelben. So einen gelben Strich, das ist unsere Truppenstärke. Und das rote ist die feindliche Truppenstärke. Wir haben hier 500 und 700 als Verstärkung und die haben 800 und 800 als Verstärkung. Ja, läuft, würde ich sagen. Ja, läuft. Wenn es nicht, dann ist alles im Arsch, Jungs. Egal, ich habe schon schlechtere Schlachten gewonnen. Wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Du machst jetzt nicht das Fenster auf. Wir nehmen auf. Du machst nicht das Fenster auf. Das geht jetzt nicht. Nein, ist er nicht. Fabio, du musst mal in den Aufnahmen wirklich das rote Ding machen oder sagen, dass du es aufnehmen, weil das geht wirklich nicht, ja, dass wir in den Aufnahmen immer deine Eltern reinkommen. Aber es interessiert die auch leider wenig, dass ich jetzt sage, wir nehmen auf. Ich musste mal wirklich einen Zettel machen. Weil ja, in jeder Aufnahme, die wir aufnehmen, kommt irgendjemand von dir rein. Es interessiert sie aber einfach nicht. Was soll ich machen? Ja, mach einen Zettel ran. Dass sie nicht erst reinkommen müssen und mit dir diskutieren müssen. Ja, aber Janet kam gerade rein und hat mich gefragt, ob das Parfum gut riecht. Das hätte sie auch gemacht, wenn da ein Zettel gestanden hätte. Mach's trotzdem einen Zettel, bitte. Dann mach du einen Zettel, dass bei dir keiner anrufen soll. Ach, wo soll ich den hinhängen? Ja, Spasti. Das ist ein bisschen was anderes. Man hört doch auch, wenn man bei dir anruft. Ja, nein. So, an die Schlacht erinnere ich mich, als wir das hier das erste Mal gespielt haben bei Larissa. Da mussten wir gar nicht kämpfen. Stimmt, das war eine unserer ersten Schlachten hier. Ja. Da hast du einfach den Dorfplatz eingenommen. Und ich bin schon wieder seit 50 Sekunden drin. Krieg ich die Verstärkung? Ich guck mal, was als Verstärkung kommt. Kommt von unten die Verstärkung. Jetzt ist die Frage, ob... Ach, guck mal, du hast ja Fernkämpfer. Speerkämpfer. Ja, ich weiß. Was waren die anderen Truppen? Also, was haben wir hier? Die Verstärkung kommt ja von da. Die greift dann da an. Spartanische Obliten. Oh, die sehen so geil aus schon. So, wollen wir so machen? Ich greife von da an und du von da dann? Oder soll ich die Truppen... alle hier platzieren und dann ein geballter. Ich bin gerade im Cinematic Mode. Warte. Oh, Fabio, ey. Ja, also von wo? Also entweder wir greifen von den beiden Seiten an oder wir sammeln alle Truppen hier und machen einen geballten Angriff nach da. Hm. Oder wenigstens, dass ich hier sammel, dann können wir uns schneller verstärken. Hier? Da müssen wir einmal und außen rumlaufen. Ich kann ihn noch platzieren, Fabio. Ja. Ja. Lass von hier und von hier. Ja, das ist hier. Hier kann man so mit Pinseln auf der Karte rummalen, um sich im Korb zu verständigen. Das sind halt die Angriffspfeile. Dann gibt es hier noch Verteidigungspfeile, um halt so eine Verteidigungs... Oh, ist jetzt schief. So eine Linie zu bilden. Dann gibt es halt noch so Markierungen. Die sind einfach, um irgendwie zu kennzeichnen. Genau. Dacht du auch, ja? Ein bisschen krüppelt der Schwanz. Guck mal, der General hält gerade seine Rede. Geht's schon los? Warte, kriegst du gleich Truppen. Da ist er. Keine Gnade, kein Rückzug, keine Reue. Sieht so scheiße aus, wenn die reden, ne? Aber der Cinematic Mode ist cool. So, welchen Trupp kriegst du denn jetzt? Sag, wenn ich welche bekommen hab, ne? Ich bin hier so lange in diesem Modus.
Ja, egal, du kriegst die Mehrzahl der Truppen. Hast du. Bewegen sich aber noch. Sollen die direkt rennen? Ah, ich weiß nicht. Also hier bewacht die Truppen. Das war ja auch so laut, ja. So an wie so krass, es hört sich immer so krass an, wenn da so viele Leute rennen. Und sie macht lieber dann mehr nach da, anstatt die dann dahin zu rennen. Sehr schöne Schlachtformation. Ich mach das jetzt. Ja, ja. Die Kampfgruppe ist bereit, ja nur gesagt. Erstmal hier meine Gruppen. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl! Schnell vorrücken! Befehl verstanden! So, die kommen. Kommandant! Hä? So, was machst du denn? Wir jüngische Hopliten! Wieso? Bereit zum Einsatz! Oh. Wie ihr befehlt. Ich habe gerade irgendwie aus Versehen Linksklick die ganze Zeit gemacht und habe mich gefragt, warum die sich nicht bewegen. Doppelte Geschwindigkeit! Oh mein Gott, ey. Wieso bist du denn gerade so ein Noob in der Aufnahme? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Du hast dich vor Verwirrung selber verletzt. Genau. So. Schnell! Eure Befehle! Die kommen wunderschön hier hin. Das sieht doch toll aus, oder? Yeah! So, die haben Phalanx Kriegsschrei Quadrat. Warte, ich mach mal kurz schnell. Bei dir sieht man schon einige Gegner. Warte, ich gehöre. Die haben Phalanx und die haben auch Phalanx. Also du hast mehr Einheiten. Warte, ich will mal kurz sehen, wie die Phalanx aussehen. Ob das so richtige Phalanx sind, oder? Nee. Okay. Die gehen nur in so Phalanx-Stellung. Ja, die haben auch keine Piken. Eine richtige Piken-Phalanx zu machen. Okay. Los geht's. Sekunde. Warte, ich muss nur kurz noch was testen. Rück du zuerst vor. Oh, wie cool das aussieht, ey. Soll der General so in der Mitte sein oder soll der lieber vorne sein? Mach ihn in die Mitte. Okay, dann ist ja gut. Dann rück mal zuerst vor. Weil bei dir siehst du noch keine Gegner und ich sehe bei mir schon welche. Also los geht's. Go, go. Doppelte Geschwindigkeit. Alle? Ja. Doppelte Geschwindigkeit. Kannst mit allen Steuerung G machen und dann hast du die in der Einheitenformation und dann einfach klicken und dann bleiben die auch so in der Formation. Echt wie? Was? Drück mal Steuerung, wenn du alle Einheiten ausgewählt hast. Steuerung G. Ich erwarte eure Befehle. Das sind schnell Kombinationen. Kannst du noch nicht so gut. Wer die Formation verlässt, wird bestraft. Wenn du nochmal STRG machst, dann ist die. Dann hast du die halt auch mit diesen ganzen Schnelltasten 1 und 2 und so. Aber dann bleiben die nicht. Also wenn du dieses Schloss da siehst, ja, dann bleiben die in der gleichen Einheitenformation. Wenn du nochmal STRG mit dieser Gruppe da machst, dann müsste das Schloss weggehen und dann kannst du die immer ändern. Aber das ist diese Einheit, wenn du 1 drückst. Ja. Nicht die Formation verstehe. Brechen. So, ich greife. Ja, die sagen ja auch nicht die Formation brechen und so. Los, dann. Genau. Greif du an jetzt hier. Wir sind alle. Wir müssen sie umzingeln. Los. Go, go, go. I need you.
Wir sind alle. Mach. Ich mach's so schnell es geht. Kleines bisschen warten sollen, glaube ich. Ja, auf einmal sind hier alle aufgetaucht. Ah. Bitte darauf. Es ist hier ein bisschen zu eng wegen den Bäumen, die können ja nicht so schnell sein. Egal, die Spatiaten sind mega gut. Echt? Ja, bei mir mal im Kampf dann Cinematic Mode machen, ne? Ach so. Mach ich bei mir einfach. Ja, wie die einfach überrennen. Die haben einfach so einen Mob gerade einfach überrannt. Ja. Der General hat schon Verluste. Und er hat auch die ganzen Speere abbekommen. Periöken! Zerstöcken sie! Befehle verstanden! Befehle! Los! Durchbrech die Geschossinfanterie! Dann umzingeln wir sie. Banner der Feinde oder auch der eigenen Truppen, die haben halt immer so ein kleines Feld. Hier ist es jetzt so ein grünes oder so ein eckiges halt oder so ein rotes. Wenn es grün ist, heißt es, dass die Truppen, also dass es denen praktisch gut geht und dass die im Kampf halt... Schick mal ein paar hier rum. Oh, da sind ja noch mehr. Wem? Lange nicht vorbei. Erstmal hier eine Formation machen. Ich mache hier die Formation. Zieh mal die Hälfte deiner Truppen links lang oder alle fast. Dann mach ich die Seite. Nee, mach mal. Geh mal auf die linke Seite. Ich mach die Seite. Mit meinen Truppen. Dabei. Pass auf, dass du sie nicht wieder. Pass auf, da kommt noch ein Bürgerwehr. Pass auf die Speerkämpfer auf. Zieh die mal zurück. Okay, nee, die halten an Stellung. Pass auf, deine einen Hopliten! Ja. Ja, die rennen da mitten rein. Was? Wo? Ja, da. Ich hab doch gesagt, pass auf. Die sind da rumgerannt. Oh, ja. Ich muss gerade hier um die Speerkämpfer an mich kümmern. Ja, jetzt muss ich halt angreifen, ne? Ja, ich bin jetzt aber auch da, also. Okay, los. Go, go. Auch schön, Cinematic Mode. Ja, hin und wieder mal. Aber dann, wenn ich den habe, dann habe ich halt keinen Überblick. Das ja, ich weiß. Verstehe ich. Mein General ist da hinten oder was? Nee, das hier. Das ist gar kein General. Tötet ihr doch mal. Meine Güte. Dann bleibt das Spiel bei mir stehen. Okay, jetzt geht's weiter. Aber mir leckt's gerade auch ein bisschen.
Und diese einen Hopliten da, die du da hingeschickt hast. Leben die denn noch? Ja. Wenn nicht, dann hätte ich dich getötet. Was mega dumm war. Ich geb dir die einfach mal, ne? Hast du Kontrolle da? So nice, die einen haben schon. Naja, die Hopliten. Die werden ja einfach durch die Speerkämpfer getötet. Spaß. Cortana! So, ja, schön. Wie ihr befehlt. Du musst besser flankieren. Du hast alle nur auf einen dummen Haufen. Ja, ich weiß. Ich bin gerade dabei, weil mir das irgendwie zu dumm ist. Ja, jetzt lauft er nicht vorne rum, ihr Pimmel. Da kommt Herbern Pikeniere mit wirklich Piken. Kannst du dich beeilen da? Ja. Bitte, ich brauche die Truppen. Ich brauche meine Truppen, Fabio. Ja, meine, die Pikeniere da, die du in den Tod geschickt hast, die fliehen jetzt. Meine Spartiaten, die... Ich muss mich zurückziehen, Fabio. Ich hab's nicht geschafft ohne deine Hilfe. Ich werde hier teilweise immer blockiert. Vor allem durch die Gerade, die... Los, mach die Einheiten nicht da. Worauf wartest du? Ich hab nichts mehr, Fabio. Ja. Ich mach schon. Das war einfach jetzt schlecht. Ja, ich... Sorry. Hast du... Oder sogar Sieg. Wieso habe ich jetzt einen Sieg bekommen? Mach einmal Gefecht beenden. Knapper Sieg. Die hatten... Irgendwie haben die ihren Dorfplatz verloren. Ja. Oh, es sind schon welche von der aufgestiegen. Oh, aber dafür sind 1000 tot. Nicht ganz. Ja, keine Ahnung, sorry. Ich wurde einfach zu lange blockiert durch die einen da. So, mein General ist gestorben. Geil. Okay.